In den Rezepten heißt es mit heißem Wasser, da habe ich es tatsächlich noch nie hingekriegt. Kann man kann man so eine Art Schaum? Bitte, du musst vorsichtiger schlagen. Ja, kann man eine Art Schaum hinkriegen. Man kann das aber auch mit allen möglichen anderen Schlaggeräten hinbekommen. Ich habe hier jetzt wirklich aus Kreta vor 10 Jahren einen der schlimmsten Urlaub meines Lebens. Das einzige Gute, liebe, wie heißt das, Kretane? Eine ganz tolle Insel. Kreta und Kreterinnen. Es lag nur an mir. Kretarianer. Es lag nur an mir, aber dieses lustige Ding war das einzig Gute, was ich aus dem Urlaub mitgenommen habe. Und das funktioniert immer noch. Und das funktioniert, ja, Wahnsinn, ne? So, also Sie müssen sich das ein bisschen fester vorstellen, aber auch hiermit funktioniert schon. Eiskalte Milch, man kann da auch noch... man kann da auch noch Eiswürfel reinmachen, da wird es noch ein bisschen sommerlicher. Und dann macht man diese geschlagene Masse obendrauf. Und das ist wirklich der Sommerdrink 2020. Da kannst du auch noch so Schokostreusel drüber. Ne? Ja, das kannst du alles machen. Ne? Man kann das immer exklusiver. Du, auf Facebook machen das die Zuschauer schon nach und finden super. Und es schmeckt ganz herzlich einfach dafür. Auch wirklich lecker. Also mein Osterwochenende war ein Dalgona-Weekend. Es knallt natürlich ordentlich rein. Ne? Es macht dich richtig... Ich habe ein bisschen weniger Zucker jetzt reingemacht. Mhm. Ich meine eigentlich den Koffein. Ach so, ja. Genau, man kann es übrigens auch mit entkoffiniertem Pulver machen, so trinke ich das immer. Man kann es auch ohne Zucker machen. Es funktioniert wirklich nur wegen diesem Kaffeepulver. Keine Ahnung, was das in sich hat. Ich mache es auch zu Hause mit Reis oder Sojamilch. Also vegan, decaf. Wie Sie wollen. No sugar, es geht alles. Genau, ist alles all for me, weil unser Muckimäuschen trinkt ja keinen Kaffee. Muckimäuschen? Ich hoffe, das war. Auf was war das? Unser Muckimäuschen trinkt ja nur Pfefferminztee. Ah. Ja. Natürlich. So. Das ist ganz weit weg von meiner Lebensrede. Wir haben auch ganz viel zu bequatschen mit Vanessa Blumenhagen, unserer Society-Expertin. Luxus ist mir sehr wichtig, sonst ist das Leben für mich nicht lebenswert. Endlich hat Boris Becker mal eine tiefsinnige Freundin. Neue, oder? Wer ist sie denn so? Ja, Joana. Joana Montero. Es gibt jetzt immer mehr News oder mehr Details, die über diese Frau rauskommen. Die beiden sollen schon seit 4 Monaten ein Paar sein, was ja für uns überraschend ist. Wir haben die erst vor 3 Wochen zusammen einkaufen gehen sehen. Und die kennen sich schon seit 2015. Da hat sie eine Modenschau veranstaltet im Kölner Hotel Excelsior. Just an seinem Geburtstag am 22. November. Und seitdem hat er versucht, ihr immer wieder lukrative Aufträge zuzuführen. Hat sie anderen prominenten Leuten vorgestellt, damit das Geschäft so ein bisschen weitergeht. Und sie mag gern Prominente, wie man hier sieht. Flavio Briatore und seine Ex-Frau zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Bilder. Sie in Monte Carlo, guck mal, Gerard Butler, mit Bob Geldof, mit Seal. Ach, cool. Also all diese Leute, diese Bilder postet sie natürlich gerne. Guck mal hier, Seal postet sie natürlich gerne auch auf ihrer Website und zeigt, dass sie wer ist und jemanden kennt. Genau, die Leute, die sie kennen, was sagen die so über sie? Was ist sie so für eine Type? Also es gibt eine ehemalige, sie hat ja als Model gearbeitet. Na, sie macht ja auch alles Partys, sie hat ein eigenes Parfum, eigene Modelinie, sie hat als Model gearbeitet. Und eine ehemalige Modelkollegin sagt, also diese Frau ist für Boris Becker der erweiterte Ruin. Er soll die Finger von ihr lassen. Ach komm. Das hört sich jetzt nicht so gut an, aber wir wissen ja in dieser Modelbranche, das sind übrigens die Bilder von ihrer Instagram-Seite, in dieser Modelbranche und auch in den Medien, das ist ja ein Haifischbecken. Ne? Da gönnt der eine dem anderen ja nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Hat Lilly Becker sich schon irgendwie geäußert? Wir haben ja Bilder gesehen, dass sie irgendwie Ostern traut mit Boris. Die haben sich auch gefetzt, wie verrückt eigentlich. Ja, saß im Garten, ne? Genau, die haben wirklich ganz süß zusammen mit dem kleinen Amadeus haben die Ostern gefeiert. Und ich finde Boris, wenn man jetzt mal genau hinguckt, der sieht besser aus. Der war ja die ganze Zeit so aufgedunsen und so wirklich so ein bisschen ungesund. Jetzt ist er ja viel an der frischen Luft. weil die alle, die können ja auch in London nicht mehr machen als wir. Und natürlich mit so einer jungen Freundin an der Seite, möchte man natürlich auch gut aussehen, dann macht man wieder ein bisschen mehr Sport und irgendwie trotz allem, das hört sich ja alles sehr negativ über diese Frau an, trotz allem scheint die ihm irgendwie gut zu tun und wenn das jetzt auch noch dazu führt, dass Lilly und er sich besser verstehen, den kleinen Amadeus soll Joana auch schon kennengelernt haben, das sieht ja alles so aus, als ob das in festere Bahnen geht. Wenn das ihn entspannt, sind wir sehr dafür. Ganz bestimmt entspannt ihn das. Das denke ich aber auch. Richter Gnadenlos war gestern. Das war sein Spitzname, den er ja sonst hatte. Ronald Schill, du hast ihm einen anderen verpasst. Also nach gestern bei Poop
Promis unter Palmen. Hätte ich ja gesagt, Horny Ronnie. Und nach, vor allem nach diesen Bildern da ja, also mich hat es ja gerade geschauert, wir haben es ja gerade in der Matz nochmal gesehen, wie er da an Janine rumgegriffelt hat. Meine Herren, ist mir da schlecht geworden gerade eben. Mal guck mal, alter Schwede, dass die dem nicht eine gescheuert hat. Erst da, erst bei dem Punkt hat sie gesagt, so, jetzt reiß ich mal zusammen. Der war schon in Angriffsmodus, der hat sich schon nachts da weitermachen sehen. Guck mal, da hätte ich dem, also wo der da mit seiner Hand schon war, der hat da von anderen Körperteilen schon geträumt, sage ich dir. Also der Mann, der weiß, wie es sexuell läuft und hat ja auch erzählt, ne, dass er im Rathaus damals in Hamburg, er war ja Innensenator und stellvertretender Bürgermeister, nach Ole von Beust, dass er sich da immer so zwei, drei Damen ins Rathaus gekommen hat lassen, aus seiner Lieblingsdisco, und dass es dann ganz heiß zur Sache ging. Ist jetzt nicht überraschend, aber man möchte die Bilder nicht sehen. Man hat ja auch so Gedanken, so Bilder im Kopf. So. Ja, wie fandest du ihn denn dann da? Also einerseits ist es natürlich eine katastrophale Entwicklung für so einen intelligenten Mann, wie der jetzt lebt. Andererseits zeigt er ja auch, warum er so weit nach unten durchgereicht wurde, weil er einfach eklig ist. Und das, was, glaube ich, gerade die Hamburger so wahnsinnig nervt, ist, dass der für 1.700 Euro der deutschen Steuer- oder der Hamburger Steuergelder sich da jetzt ein schönes Leben in Brasilien in der Favela macht. Dazu hat er ja in seiner Biografie Sachen gesagt wie oder geschrieben wie. Also er lebt da ja in einem Haus, was irgendwie, es hieß erst 17.000 Euro, jetzt heißt es plötzlich 35.000 Euro in der Favela. Er wäre da ja hingegangen wegen des Fleisches. Da dachte man erst, okay, der mag ganz gerne ein Steak, aber wahrscheinlich eher wegen des, wegen der Mädels. Das ist gruselig. Ja. Und also er hat dann auch geschrieben, seine Leidenschaft, dazu gehören Netzstrümpfe, sexy Pumps und eine schwarze Fetischmaske. Und er wäre locker liiert seit 5 Jahren mit einer Dame. Aber wenn die sich ihm in den Weg stellen würde bei anderen Damen, dann wäre das natürlich sofort zu Ende. Also einerseits hört man ihm ja gerne zu, weil er ist ja geistreich, er hat Witz. Rhetorisch ist ja eine Eins, aber der Rest ist eine glatte Sechs. Auf das eine oder andere Bild könnte man verzichten. Das stimmt. Da schauen wir uns doch lieber unseren Chris an. Das stimmt. Der ist auch geistreich und hat Witz. Vanessa, bist du eigentlich mit deinem Namen zufrieden? Ja. Ja, nur der zweite Name. Also der hat, ich heiße Margot mit zweitem Namen. Wirklich? Ja, Vanessa Margot. Meine Patentante heißt Margot. Ja. Die lebt allerdings in Paris und dann heißt man Margot, was ja viel schöner ist als Margot. Ja. So, deswegen, Sie haben das jetzt nicht gehört, meinen zweiten Namen. Ich freue mich schon auf die Instagram-Einträge. Unsere Society-Experte, liebe Zuschauer, hier bei uns im Studio mit Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Habe ich es wirklich im Fernsehen erzählt? Du machst das ja erst seit gestern. Das kann schon mal, rutscht schon mal, kann schon mal durchrutschen. Aber hier, Amy Schumer hat tatsächlich ihr Kind umbenannt? Ja, der kleine Gene Attell. Ja, also Gene ist der erste Name, Attell ist der zweite. Kam am 5. Mai 2019 auf die Welt. Und Amy Schumer und ihr Mann haben jetzt gemerkt, dass wenn man den Namen Gene Attell hintereinander schnell ausspricht, hört sich das an wie genital. Deswegen, Gene Attell, genau, ja klar. Genau, deswegen haben sie den Kleinen jetzt in Gene David umbenannt. Und David Attell, das ist ein Freund von ihr, an den sollte das eigentlich erinnern. Und David geht ja auch. Siehste, meine Kleine heißt aus verschiedensten Gründen Heidi Metaphine. Da haben auch viele gesagt, Mensch, das hört sich an wie ein Amphetamin. Deswegen haben wir auch schon mal kurz überlegt, aber geht halt. Aber gut, es heißt jetzt anders. Es heißt anders. Es heißt anders. Es heißt nicht mehr genital. Nee. Genau. Rita Ora hat einen sehr schönen Namen, wie ich finde, hat aber Ärger. Sie hat sich mit 5 Leuten in einem Farmhaus 240 Kilometer südwestlich von London verschanzt während der Corona-Pandemie. Mhm. Allerdings ursprünglich, um ein neues Album aufzunehmen. Und das machen die jetzt natürlich auch, aber die schützen sich auch gegen Anwohner, die dann natürlich mal gucken wollen, ob die Rita da gerade im Garten liegt. Das ist ja ein heißes Gerät. Und dann haben die auch Drohnen und Security-Leute. Und deswegen finden die Anwohner das jetzt alles nicht mehr so geil. Ach so, gut. Ein schöner Name schützt vor Ärger nicht. Wer sind dieses brave Bärchen? Das ist Beatrice, Prinzessin Beatrice. Ah, das ist Beatrice. Und ihr Eduardo, die wollen ja jetzt eigentlich am 29. Mal heiraten. Die, also da ist wirklich, das Unglück hängt ihr an den Hacken. Das Drama mit dem Vater Andrew, dann kam jetzt noch die Geschichte mit Corona dazwischen. Jetzt ist die Hochzeit ja abgesagt, klar, logischerweise. Und sie sollte ja wegen der Geschichte mit dem Vater auch nur ganz klein heiraten, im Garten vom Buckingham Palace, aber keiner hätte in den Palast rein dürfen. Und jetzt hofft sie, wie ihre jüngere Schwester Eugenie, in der St. George's Cathedral in Windsor heiraten zu dürfen. Nächstes Jahr richtig groß.
Okay, vielen Dank, Vanessa Margot Blumhagen. Jetzt rüber zu Chris Wackert. Hast du auch einen zweiten Namen eigentlich? Ja. Wie denn? Freunde kennen den. Ja, wir, hallo, Freunde. Ja, ihr kennt ihn aber ja offensichtlich Gute. Nicht. Wir lieben dich doch. Kommen wir erstmal zu Jürgen Drews. Der warnt nämlich jetzt seine Fans. Betrüger erstellen unter seinem Namen falsche Profile in den sozialen Netzwerken und versuchen so, sich Geld zu erschleichen. Was zum Teufel ist da bitte los?